Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem PaxTrader. Wir sind wieder auf der PS4 aktiv. Ja, an diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt auch eine PlayStation 4 und ja, die Xbox One ist bei mir auch am Start. Wir spielen ja auf jeden Fall heute das geile Motorradspiel Twilight Fusion. Der Vorgänger hieß ja Twilight Evolution, das war auch ein richtig geiles Spiel, das hatte ich auf PC gespielt. Und ja. Wir spielen hier, oh, auf jeden Fall suchen wir uns ein paar Strecken aus, die erstellt wurden von anderen Online-Spielern. Weil Karriere habe ich bis jetzt 61% erfüllt. Das werde ich auch alleine machen. Und ja. Ich werde halt immer bei meinen erstellten Gameplays von Twilight Fusion hier immer online, sage ich mal, Online-Karten zocken für euch. Und machen wir mal einfach, suchen wir welche von Uplay empfohlen. Okay, dann müssen wir uns dafür einloggen. Dann machen wir einfach mal vorgestellt. Okay, warum finden wir jetzt hier keine Strecken? Da finden wir welche Strecken. Kann ich hier auch irgendwas einstellen? BMX Jungle nehmen wir mal. Strecke wird heruntergeladen. Ich wusste, also ich denke mal, ich muss mich bei Uplay einloggen. Ich habe schon einen Uplay Account, aber ich wusste. Okay. Die Map können wir ja nicht spielen, weil BMX ist mit Fahrrad und mit dem halten BMX und das BMX haben wir noch nicht freigeschaltet in der Karriere, deswegen müssen wir ein anderes nehmen. Nehmen wir mal hier Orange Road. Schauen, was die Map so bringt. Sorry, dass ich auf jeden Fall da nicht die Maps spielen konnte, die empfohlen worden sind. Da ich mich dafür bei Uplay einloggen musste, das weiß ich dann für das nächste Mal, dass ich mich dann gleich einloggen kann, dass wir dann auch die anderen Maps zocken können, die dort nicht abgerufen worden sind. So, dann fahren wir mal hier. Genau, gleich mal einen Fehler reingegangen. Okay, da war noch kein Checkpoint, können wir nochmal anfangen. Und Leute, an diejenigen, die jetzt das Spiel nicht kennen. Auf jeden Fall ist es ein richtig geniales Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe eigentlich, mir das Spiel eigentlich nur geholt, weil ich es bei Commander Krieger gesehen habe. Wer Commander Krieger nicht kennt, gebt einfach mal bei YouTube ein und da findet ihr ihn auf jeden Fall. Ja, das sieht bis jetzt nicht schlecht aus, die Map. Hat er cool gemacht, der Aussteller. Kommen wir da ran, kommen wir da ran. Genau, wir fallen hinunter. Das war schon wieder ein Fehler, der nicht sein hätte müssen. Das hat er richtig cool gemacht. Das war's schon. Goldmedaille haben wir auf jeden Fall. Ja, die Map gefällt mir auf jeden Fall. Die hätte meiner Meinung nach ein bisschen länger sein können. So, was nehmen wir jetzt? Ich denke mal, ich will das die Folge so 10 Minuten machen. Wir nehmen mal irgendwas Schwieriges. Die sieht doch nice aus. Vielleicht schaffen wir die Map auch gar nicht. Schwer. Ist halt schwer, natürlich. 92% Daumen nach oben, 8% Daumen nach unten. Wie gesagt, da habe ich auch mal eine Frage an euch. Vielleicht haben wir schon einige mitbekommen. Ich habe ein neues Kanalbanner. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde es einfach richtig geil gemacht. Den Grafiker oder den Ersteller kann ich euch nochmal in die Kommentare packen, wenn ihr euch interessiert. Okay. Ja. Wie gesagt, Grafiker kann ich in den Kommentaren hineinpacken. Da haben wir auch gleich einen Fehler reingehauen. Der dann natürlich auch wieder nicht sein müssen. Man muss sich hier richtig konzentrieren bei diesem Spiel.
Oh oh. Ah. Nur geradeaus. Okay, jetzt geht's hier weiter. Das soll jetzt schwer gewesen sein. Das war eigentlich einfach. Gehen wir. Ja, Daumen nach oben. Hat er gut gestaltet. Mit dem fahrenden, sag ich mal, mit dem fahrenden Aufsatz da hinten, mit dem Zug oder was das war. So, jetzt nehmen wir mal. Trials in the Sky nehmen wir jetzt. Hört sich auf jeden Fall nice an, ist auch schwer. Strecke wird mal wieder heruntergeladen. Und ja, kann ich ja nochmal kurz meinen Kanalbanner ansprechen. Unter dem Kanalbanner steht FIFA, Openings und COD. FIFA, weil halt auf meinen Kanal FIFA kommt. Openings stehen halt für die mein Fußballkarten-Openings, Sticker, Map-Updates, dazu zählt das alles. Und COD ist halt Call of Duty. Und diejenigen, die jetzt denken, ja, Call of Duty ist ja bei ihnen nicht so viel gekommen. Aber Call of Duty wird jetzt wieder in der nächsten Zeit mehr kommen. Okay. So, jetzt haben wir auch das erste Hindernis. Okay. Die Map ist wirklich nicht so einfach. Da hat er sich wirklich was bei gedacht. Der Herr Kollege, der sich die Map erstellt hat. Okay, dann fangen wir nochmal neu an. Nee. Ja, da sind wir rüber. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie soll man denn das denn machen? Machen, machen. Ja, das sah schon besser aus. Da fehlt immer ein kleines Stückchen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir beim nächsten Checkpoint. Wie springt er denn immer nach hinten da? Was soll denn das? Was soll das, Leute? Was soll das? Ja, ey. Die Map kann ich auf jeden Fall gar nicht. Man muss sich auf jeden Fall richtig konzentrieren und der Vollpro bin ich jetzt auch noch nicht in dem Spiel. Ich muss mir ja noch ein paar Stunden mehr beschäftigen mit diesem Spiel. Kann ich es auf jeden Fall dann auch noch schon besser, denke ich mal, hoffe ich mal natürlich. Okay, nee. Die Map ist für mich nichts, noch nicht zumindest. Die können ja mal später in ein paar anderen Parts ausprobieren. Dann machen wir weiter mit, ich denke mal, wir machen noch eine Strecke. Ich weiß ja nicht, wie es ankommt bei euch. Also Twilight Fusion, das Spiel meine ich. Flooded Forest, nehmen wir jetzt mal. Gucken, wie diese Map so ist. Mittel sollten wir schaffen, weil Mittel ist Mittel. Bei Schwer wird halt schon schwieriger. Ist halt auch das. Der Name ist halt... Sagt eigentlich schon alles aus. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von meinem Kanalbanner haltet. Das würde mich sehr interessieren. Und natürlich, was ihr von diesem Spiel haltet, hier Twilight Fusion. Ich finde es einfach richtig genial. Wie gesagt, da muss man sich richtig konzentrieren, wenn man gut spielen will. Beziehungsweise, man muss erstmal richtig viel, lange Zeit spielen, dass man auch hier gute Zeiten absolviert, sage ich mal. Okay, da haben wir schon gleich einen Fehler reingehauen wieder. Okay, der eine Fehler hätte nicht sein müssen.
Hätte man besser geschafft. Geben wir auf jeden Fall ein Like. Sah gut aus, die Map. Und ja, Leute. Das war's dann eigentlich schon. Oh, spielen wir noch eine Map? Ja, wir probieren mal Touchdown. Die sieht aus wie American Football. Deswegen heißt es ja auch Touchdown. So. Ich hoffe natürlich für euch, dass wir es jetzt schaffen hier. Es ist ja wie eine schwere Map. Und ja. Mich würde auch sehr interessieren, ob ich jetzt die Müller-Serie machen soll in FIFA 14. Die habe ich ja gesagt, die werde ich auf der PS4 machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sie machen soll halt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich halt sehr interessieren. Ja, die Map, die bringt mich schon wieder auf die Weißglut hier. Das gibt's doch gar nicht. Probieren wir es mal so. Okay. Wir waren auch schon einmal da drüber, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das erste Hindernis schaffe ich jetzt, aber das zweite Hindernis, das ist... Probieren wir mal so... Ne, wie soll denn das zweite Hindernis gehen? Sieht eigentlich gar nicht so schwer aus, aber... Genau, jetzt fliegen wir da hinten runter. Ja, ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, Leute. Wie soll man denn das zweite Hindernis da machen? Ich denke mal, einige werden mich jetzt dafür auslachen, diejenigen, die das Spiel auch haben und besser als ich hier bin. Damit habe ich auch kein Problem. Wie gesagt, ich muss mich hier noch reinfuchsen. Bin jetzt nicht so ein Crow hier in diesen Spielen. Okay, das reicht mir jetzt schon wieder. Ich mache jetzt hier noch eine mittlere Strecke. Nehmen wir Polar Express von Shadow Lion 3. Und wenn ihr coole Maps erstellt habt, oder wenn ihr auch das Spiel habt und ihr mal, ja, und ihr auch Maps erfunden habt oder erstellt habt, dann schreibt mir einfach eure Maps in die Kommentare. Dann werde ich halt die mal spielen. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall interessiert mich richtig, wie ihr mein neues Kanalbanner findet. Und wie gesagt, ob ich die Müller-Serie machen soll. Und bei diesem Spiel muss ich mir halt noch länger Zeit aufwinden, dass ich hier auch ein paar gute Zeiten abliefern kann und nicht so viele dumme Fehler machen wie eben. Zack. Ja. Die Map gefällt mir jetzt bis jetzt auch. Ja, so ein dummer Fehler schon wieder hier. Und so einfach kann es doch gehen, Leute. So einfach kann es gehen. Das ist natürlich auch keine schwierige Map. Mann, ey. Und wieder so ein dummer Fehler. 6 Fehler haben wir schon, ey. Da oben ist das Ziel. Zack, zack. Silbermedaille. Hätte eine Goldmedaille sein können. Hätten wir nicht so viele dumme Fehler gemacht. So. Dann war es eigentlich das hier auch mit dem ersten Twilight Fusion Part.
Okay, Parts sind jetzt nicht. Ich mache jetzt kein Let's Play. Aber ich werde ein paar Videos dazu bringen. Und wenn ihr das Spiel geil findet, wie gesagt, ach so, dann schreibt auch in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Dann werde ich heute mehrere Videos dazu bringen. Wo, sage ich mal, vielleicht ein paar Videos in der Woche oder 1 bis 2 Videos in der Woche. Ich rede schon wieder viel zu viel hier für euch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte den Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge, im nächsten Video. Haut rein, Leute, euer PaxTrader. Ciao.